So, wie angekündigt, das Thema Immobilienpreise. Ein riesiges Thema, über das sich die halbe Welt aufregt, weil die Preise so in die Höhe schießen und da muss man gar nicht so weit zurückgehen. Immobilien sind schon immer im Preis gestiegen, jedenfalls da, wo die Leute wohnen möchten. Und wir reden da natürlich auch nicht von sogenannten Schrottimmobilien, sondern eben von hochwertigen Immobilien. Und aber ich muss gar nicht so weit in die Historie zurück. Da reichen eigentlich die letzten 10 Jahre, die sehr beachtliche Preissprünge gemacht haben. Und diese Preissprünge sind tatsächlich den meisten Fällen nicht der Tatsache zu schulden, dass irgendjemand glaubt, er verdient zu wenig Geld, sondern tatsächlich hat sich die Immobilie an sich, der Markt und die Voraussetzung für die Immobilie haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Und da sind die Ansprüche gestiegen, einerseits von den Käufern, von den Mietern, von den Bewohnern. Ich sehe das ja bei unseren eigenen Projekten, Dinge, die früher ja Sonderwunsch waren, das ist heute Standard. Dazu kommen Anforderungen, gestiegene Anforderungen in der Energetik, in den Ausstattungsparametern, im Schallschutz und all das trägt dazu bei, sicherlich die Wohnqualität und das Wohnflair auf sehr angenehme Art und Weise nach oben zu schrauben, aber es macht die Sache natürlich auch teurer. Und an diesen gesetzlichen Vorlagen, denen sich jeder Bauträger und jeder Initiator natürlich beugen muss und an die er sich halten muss, sind natürlich auch hohe Materialkosten, aufwendigere Ausführungen in den Arbeiten gebunden und das Ganze treibt die Preise nach oben. Das ist erstmal unangenehm wie soll ich sagen, für das Zahlenwerk, aber auf der anderen Seite hat es einen großen Vorteil, denn die Immobilien, die heute als Neubau entstehen, sind natürlich sehr nachhaltig in der Weise, dass sie eben für die Zukunft von der Energetik und vom Wohnflair, vom Anspruchsdenken der Bewohner natürlich alle Voraussetzungen mitbringen, um lange am Markt mitmischen zu können. Die heute auf Immobilien sitzen, die 30, 40 Jahre alt sind und sich vielleicht im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen und der Modernisierungsarbeiten nicht ganz so viel Mühe gegeben haben, die laufen den Ansprüchen und den Anforderungen des Marktes im Augenblick natürlich auch ein bisschen hinterher. Heißt ganz einfach, dass man mit einer Neubauimmobilie zwar mehr Geld bezahlt, aber auf der anderen Seite für die Zukunft auch auf sicherer Seite ist. Es gibt immer wieder Leute, die beispielsweise eine alte Immobilie, die unter Umständen auch einen Instandhaltungsrückstau hat, kaufen und dann in der Hoffnung leben, die dann innerhalb kürzester Zeit wieder mit einem großen Gewinn zu verkaufen. Das ist wirklich eine Art der Spekulation, die wir ehrlich gesagt nicht unterstützen wollen und können. Das entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen unserer Anleger, die eigentlich gerne eine Komfortzone haben möchten und wissen wollen, okay, meine Immobilie ist über den Zeitraum des Immobilienlebens, des Zykluses, den eine Immobilie da im Laufe der Jahre durchläuft, eher sicherheitsorientiert und die Leute fühlen sich drin wohl, die Vermietbarkeit ist gut, die Leute sind natürlich auch nicht unglücklich darüber, wenn sie nur noch ein Viertel bis Fünftel der gewohnten Heizkosten verbrauchen. Und von daher sind die Preise sicherlich hoch. Aber genauso kann ich sagen, alles, was in Zukunft kommen wird, kann nur teurer werden. Weil mehr Land in Deutschland, mehr Bauland wird es so sehr nicht mehr geben. Und von daher sind hochwertige Projekte, eigentlich das, mit dem man in die Zukunft gehen kann. Und von etwas anderem sollte man sich auch nicht leiten lassen. Ne?
Beim Bestandsimmobilienbereich kommt es natürlich darauf an, wo liegt die Immobilie, welchem Zustand hat die Immobilie, welche Modernisierungsmaßnahmen sind unter Umständen sinnvoll und notwendig. Und auch da kann man dann zu attraktiven Preisen eben noch sein Immobilienengagement anlegen. Ansonsten, ja, das Thema jetzt mal kurz angerissen. Wie gesagt, es ist nicht kompliziert, aber es ist komplex. Es gibt zu dem Thema noch eine ganze Menge zu sagen. Das war jetzt mal ein kurzer Einstieg und das werden wir in weiteren Videos noch bearbeiten. Danke für eure Zeit. So, und auch hier wird mich natürlich freuen, ihr würdet, falls euch das Video gefallen hat, das Video liken, abonnieren, gerne auch teilen. Je mehr Fragen wir auch bekommen, von daher gerne auch Fragen stellen, einfach mal unter dem Video eingeben. Wir bearbeiten das gerne und antworten dann natürlich auch gerne. Und je mehr Aufmerksamkeit wir von euch bekommen, umso besser können wir natürlich auch unsere Informationen hier euch geben. Feedback ist wichtig, von daher würde es mich freuen, von euch zu hören. Danke.